Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Runde im Beam NG Drive. Ich bin allein unterwegs, meine lieben Freunde, und ich habe mir so gedacht, als kleine Abwechslung zwischendurch schnappen wir uns hier einfach mal die Rampe, die es nämlich bei Beam im Mod-Hub sozusagen gibt, und jagen hier einfach mal ein paar Autos runter. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst gerne das Däumchen da. Ja, ich weiß, auch andere YouTuber haben hier schon Autos die Rampe runtergeschickt. Aber das hindert mich ja nicht daran, das auch zu tun. Ich denke, an dieser Stelle können wir sagen, das Fahrzeug ist wahrscheinlich hinüber. Das haben wir nicht geschafft. Ich habe ein paar Mods runtergeladen. Und ja, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was wir für Autos noch zur Verfügung haben. Ich denke, das könnte tatsächlich ganz lustig werden. Ich hätte hier noch einen netten Strohballen zur Verfügung. Als Track-Version, also das wäre... Holy! Ach du Scheiße. Okay, Track-Version eines Strohballens. Strohballen... 300! Okay. Alles klar. Tatsächlich ist das Ganze auch für mich mal eine Abwechslung an der Stelle. Ich würde ganz gerne nochmal den Race-Strohballen ausprobieren. Also das... Also... Ich muss das Ding erstmal irgendwie gerade hier auf die Rampe bekommen, okay. Holy shit. Okay. Okay. Geht stabil ab für den Strohballen. Wow, was für eine Landung, die war perfekt. Naja gut, aber ja. Oh, ich liebe Beam NG, aber ohne Witz, was wir jetzt, was natürlich echt blöd ist, natürlich nicht so schönes Schadensmodell haben. Aber vielleicht haben wir das ja beim Einkaufswagen mit Raketen. Man weiß es ja nicht. Okay. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Muss hier unten die Rakete zünden, oder? Kann ich die wieder ausmachen? Ah! Okay, so ein Einkaufswagen, der hat halt auch einfach... Du musst erstmal ganz kurz leicht anrollen. Kann ich lenken? Der kann ja nicht lenken, gar nichts, oder? Ah ja, okay. Und wir haben die Spur. Zündung! Ja gut, ich konnte mir am Ende des Tages schon denken, als ich den Mod runtergeladen habe, dass das vielleicht jetzt nicht ganz das Optimale ist. So, mein Lieben, aber hier haben wir noch ein ganz spezielles Modell, nämlich einen Lamborghini Diablo SV. In so einem bin ich übrigens schon mal mitgefahren. Alter! Der Sound ist natürlich ziemlich krass. Klingt wie ein bisschen in der Blechdose, oder? Schaffer über 300? Ah! 300. Das wird eine saubere Landung! Das wird eine ganz saubere Sache! Der wird doch gehen! Ja gut, Wasserschaden. Aber... Ich bin mir sicher, dass er... Der fährt noch? Was? Okay. An der Stelle möchte ich mich bedanken bei... Okay, jetzt ist er abgesoffen. So, aber was wäre ein Lamborghini Diablo SV, wenn er nicht noch ein kleines NOS-Upgrade bekommen würde? Und ich würde sagen, das zünden wir jetzt einfach mal. So, einmal. Okay, wir haben NOS drin. Das ABS blinkt.
Das ABS-Signal blinkt, ja geil. Einmal langsam über die... Okay, noch ist aktiv. Es waren über 300 auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher. Wir könnten noch in der Strecke landen. Unfassbar. Ich habe mich voll genießt. Unfassbar. Wir haben es wirklich geschafft. Der funktioniert noch. Ich dachte immer, der hat den Motor hinten. Ach, komm, ganz ehrlich. Oder wartet. Den muss ich einmal... Nee, der war das nicht. Wie wäre es denn mit einem C63 AMG in schönem Feuerrot? Oh, der hat was. Der hat was. Oh, da war mal zu schnell. Erste Kuppe. Alles im Griff. Der zieht gut durch. Der zieht auf jeden Fall gut durch. Da bin ich mir sicher. Der ist auch stabiler gebaut. Der ist stabil gebaut. Der ist sehr stabil gebaut. Das kann der ab. Der kann das ab. Da bin ich mir sicher. Er fährt wirklich noch. Ich bin mal ein bisschen langsamer über die erste Kuppe. Ich glaube, die hat mir ein bisschen was versaut. So, und jetzt Vollgas. Voll durchladen hier. Da muss mehr drin sein. Komm, 300. 300 packt er. Ah, nicht ganz. Er ist... Das Fahrzeug sieht gerade ein bisschen aus wie eine Banane. Aber ganz ehrlich, was ein C63 kann, das würde ich behaupten, kann ein... Eigentlich soll das ein S63 sein. Ist das jetzt... War das davor der S63 und das ist der C? Ach, das war der S. Jetzt aber den C63. Okay. Weniger Gewicht. Sollte auf jeden Fall etwas sportlicher gehen. Alter, klingt der zornig. Alter. Und die Füchse. Aber der wird auch nicht schneller. Doch 300. Der hat über 300 geschafft. Sehr gute Landung. Nur ein Rad verloren. Wir schauen mal, was wir noch Schönes haben. Ich habe nämlich noch was ganz Besonderes im Repertoire. Also ich weiß nicht, wo der Name Anarchie Viper herkommt. Aber der Name ist auf jeden Fall ziemlich verrückt. Ich finde so die Räder passen nicht ganz so, aber das, ich muss den einfach runterladen und ausprobieren. Ist ja in Ordnung. Ich kann ihn nicht gerade halten. Oh, der hat sehr gute Aerodynamik-Eigenschaften. Wenn man den gerade hält, dann denke ich, fliegt man wie ein Flugzeug mit dem Teil. Ach du Scheiße. Das geht besser. Direkt von der ersten Rampe. Direkt mal am Start die komplette Rampe übersprungen. Okay, kein Problem. So, passt auf. Lass kurz hier drüber. Oh, Alter, mir haut's die Ohren hier weg. Sag mal, hat der nur einen Gang? Ich glaube, der entfaltet obenrum eher so sein Drehmoment. Bitte? Bitte? Ah ja. Okay. Ui. Also Flugeigenschaften wie Kampfjet. Der könnte doch gut gehen. Nee. Schade. Er denn hier? Azakari? Komm hier, der hat auch Noss. Noss ist immer gut. Noss, nehmen wir mit. Alter. Okay. Da müssen wir schon mal anders reinstarten.
Jetzt ist noch's an. Okay, ich glaube, jetzt ist noch's. Ja, noch's ist an. Boah. Oh, wir haben sehr gut erwischt. Aber wie gut einfach. Okay, das war aber natürlich noch ein sehr harter Bauchklatscher. So sieht's übrigens aus, wenn ich im Pool springe. Puh. Oh Mann. Aber der war nicht schlecht, oder? Der hat ja einen Sound. Ist das geil. Also der Sound ist ja mal vom ganz anderen Planeten. Ich würde einfach sagen, wir probieren es mal. An der Stelle. Oh, wir haben noch. Was quietscht? Ich weiß nicht, was ist. Boah, was für eine gute Landung. Fast. Aber wie stabil ist der denn bitte? Also, eins kann ich dir sagen, wenn du da drin gesessen hast, ist auf jeden Fall mal kurze Schraubenzeit geflogen. Ah, beruhigen sich. Was wäre ein besserer krönender Abschuss wie ein Raketenbus? Ja, mit dem Raketenbus einfach auch nochmal ganz kurz hier die Rampe runter. Und ich denke, dann hat man den perfekten Abschluss. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, wir heben ab. Kampfchat startet! Ich gehe. Alter! Oh, wir haben Öl verloren. Angeblich. Kann man, Moment, kann man das ausschalten? Ah, nee, man kann es auf Dauer einschalten. So, jetzt aber gib ihm! Wie sieht denn aus? Weitermachen! Oh mein Gott! Also das ist schon, was für ein ganz anderes Gefühl. Wie weit schaffen wir es, wenn wir hier direkt losfliegen? Nochmal auf die Rampe drauf. Ja, kleine Delle nehmen wir mit. Kriegt man aber hin. Oh, wir schleifen ein bisschen. Liegt daran, dass wir kein Rad... oh, wir haben... Nee, doch, wir haben noch drei Räder. Ja. Einmal in die Waschanlage und fertig ist. Die Bustour ist vorbei. Ich glaube, alle Gäste sind sicher angekommen. Und ich würde mich ganz gerne verabschieden. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Bock habt auf noch mal so ein Video oder irgendwie so ein bisschen Quatsch einfach nur, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich denke, es war mal eine ganz lustige Abwechslung. Für mich auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Und ciao.